Es gibt den König der Monate, der König der Woche, der beste Tag und der gesegnete Tag ist Yawm al-Jumu'ah, der Freitag, der Tag, in dem sich die Muslime versammeln in Baitullah subhanahu wa ta'ala und sie bitten ihn subhanahu wa ta'ala und beten ihn an und verrichten die Ibadah, ob Mann oder Frau, groß oder klein, Araber und Nicht-Araber, alle versammeln sich in Baitullah subhanahu wa ta'ala und beten ihn subhanahu wa ta'ala an. Eine schöne Möglichkeit und einen schönen Zeitraum, den sie haben, in dem er sie, subhanahu wa ta'ala, also den Menschen, sie ihre Ma'asid verzeiht, ihre Sünden verzeiht. Und ein Zeitraum, in dem Allah subhanahu wa ta'ala eine Zeitspanne den Menschen gibt, in dem sie Dua machen und Allah subhanahu wa ta'ala ihnen das ihnen gewährt. Und wir bitten euch, liebe Geschwister, bitte macht Dua für die Menschen in Not. Für die Menschen in Burma, die in Arakan, die Rohingya, die Menschen in Syrien, die Batani beispielsweise, oder die Menschen in allen Ländern, die Probleme haben und Sorgen haben. Barakallahu fikum, zakum Allah, Bruder, so